Also erstmal schönen guten Abend. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir über den Film Das letzte Mal zu sprechen. Gerne. In den letzten Jahren gab es ja viele Filme schon, die sich mit der Geschichte vom Dritten Reich auseinandergesetzt haben. Spielfilme, Dokumentarfilme. Was macht euren Film jetzt so besonders? Warum sollte man sich den auf jeden Fall angucken? Da übergebe ich das Wort an Frau Brauner. Naja, zum einen ist es von einem Historiker geschrieben, was ich ganz interessant finde, weil es wirklich Hand und Fuß hat und sich auf Fakten beruft. Und es spielt nur an diesem einen Tag, der, wie wir jetzt ja rückblickend wissen, natürlich der Anfang einer Katastrophe war von 12 furchtbaren Jahren. Aber in dem Moment weiß man es ja nicht. Man weiß ja nicht, wenn das Unheil kommt. Und in dem Fall sind da auch die ganzen Protagonisten ziemlich naiv an diese, also viele davon, manche erkennen aber die Situation schon. Und das fand ich ganz interessant und für mich besonders dieses Auseinanderbrechen einer Familie, so wie unsere Gesellschaft. Manchmal hat man das Gefühl, die droht auseinanderzubrechen, weil es politische, verschiedene politische Meinungen gibt. Und ich würde mich freuen, wenn man in diesem Film, also wenn man erkennt, so wie dieser Film aufgebaut ist, dass man sich streiten soll, aber nicht zerstreiten sollte. Und interessant ist vor allem auch noch die Aktualität dieses Familienkosmos, den man da sieht. Also es ist nicht einfach nur ein Blick in das Jahr 1933, sondern man könnte die Familie, die politischen Positionen und Dialoge, die dort stattfinden, problemlos in die heutige Zeit transferieren. Und würde sich im Grunde genommen nicht viel ändern. Und das ist halt etwas, was eine Aktualität bietet, was das Ganze sehr besonders macht in der Perspektive. Aaron Glickstein ist ja ein eher unpolitischer Mensch, würde ich mal so sagen, der ganz andere Probleme hat, eben ums Überleben seiner Firma kämpft. Inwieweit ist er ein Spiegelbild auch der Zeit damals? Ja, also, dass er sich aus der Politik eigentlich raushalten will. Ist ein deutscher Patriot. Nicht? Ein deutscher Patriot. Ja. Ist ein deutscher Patriot. Ne? Der in dieser Zeit zu kämpfen hat auch. Der in der Zeit zu kämpfen hat mit seiner Firma, ums Überleben damals, nicht? Und ich denke, er eine unpolitische Position eingenommen hat und auch gar nicht dachte, dass das überhaupt so weit gehen kann. Ich habe ja gerade noch mal geschaut in der Vorstellung und da sage ich dann ja zu meiner Frau, ja, das ist mir völlig wurscht, Hitler geht vorbei. Damit ist alles gesagt. Das ist die Haltung. Ja, was interessiert einen eigentlich die Politik draußen, wenn man intern ja doch mit Problemen zu kämpfen hat? Ja, aber das kommt ja auch, so verstehe ich den Film zumindest auch, ist das so ein Teil der Ursache, was denn ja zu Hitlers Machtergreifung führte, dass die Leute eigentlich sich rausgehalten haben oder sehe ich das falsch? Naja, und dass es eine wirtschaftlich sehr unsichere Zeit war. Also ich möchte nochmal betonen, dieser Film hat ja eigentlich eine Aktualität, aber er zeigt auch ganz deutlich, die Unterschiede zur jetzigen Zeit, weil damals kam ein Kanzler und ging ein Kanzler, ich weiß nicht, wie viele es in diesem Jahr, 32 gab es, ich weiß, 4 oder 5 Kanzler, die gekommen und gegangen sind. Das war eine sehr unsichere Zeit und eine sehr naive Zeit und das ist es heute so gesehen eigentlich gar nicht, weil wir haben sehr lange eine sehr stabile Regierung mit einer eigentlich ja starken Kanzlerin, die uns Vertrauen gegeben hat und insofern ist es nicht wirklich jetzt aktuell. Es ist eher im sozialen und gesellschaftlichen und familiären Bereich sehr aktuell. Ja, genau, das wollte ich auch ursprünglich so sagen, dass also die Bedingungen um das Ganze herum natürlich sich deutlich geändert haben. Klar, ich meine, die Leute damals, die haben sich auch in einer gewissen Identitätskrise befunden. Das trifft zum Beispiel auch auf meine Figur zu, die gar nicht so recht weiß, wo sie hingehört. Dann ist da der Generationenkonflikt mit dem Vater, mit dem Großvater. Eine Identitätskrise und als junger Mensch, und das wiederum ist zum Beispiel was Aktuelles, dann sucht man natürlich Zuflucht zu einem Halt. Und wenn dann eben da jemand herkommt, wie in dem Fall Adolf Hitler, und dann den Himmel auf Erden verspricht, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf diese Demagogie hereinfällt, die dort gegeben ist, extrem hoch. Und das ist die große Gefahr und weswegen wir uns auch heute eben für so ein Thema einsetzen müssen. Ja. Du spielst ja die kontroverseste Rolle eigentlich, würde ich mal so sagen, einen nationalsozialistischen Juden. Wie einfach oder schwer war es für dich, die Rolle anzunehmen und sich auch da reinzufühlen in diese Rolle?
Ja, es ist natürlich total schwer, wenn man sich mit der Figur nicht identifizieren kann, aber es ist gleichzeitig die Herausforderung daran. Und wo halt der Ansatz ist, ist, glaube ich, dass man einfach nachvollziehen kann, dass sich jemand eben in so einer Identitätskrise befindet. Und ich glaube, grundsätzlich ist es jetzt auch nicht so, dass er überzeugter Nationalsozialist im klassischen Sinne ist, sondern er redet sich das quasi selber ein. Er verspricht sich von der Kameradschaft mit seinen Kameraden eben etwas, was er meint, zu Hause nicht zu bekommen. Und das ist eigentlich nur ein Trugschluss, weil er sich damit sein eigenes Schicksal besiegelt. Ja, und er hat sich verführen lassen, wie wir, die meisten in Deutschland. Also man hat zwar gehört, was er gesagt hat, und das hat er dann ja auch getan, Hitler, aber das hat man ja nicht so geglaubt. Am Anfang hat man, also ich meine, du in deiner Rolle natürlich total, weil du bist ja, aber man wusste ja nicht, was passieren wird. Man hat ja, ist ja nicht davon ausgegangen, dass es so ausartet. Ja, bei mir ist das so eine Rebellion halt auch irgendwie. Der Film feiert heute in Berlin seine Berlin-Premiere. Die Weltpremiere fand in Los Angeles statt, 2018 auf dem jüdischen Festival oder Filmfestival. Wie war da die Resonanz? Was habt ihr davon mitbekommen? Da war ja nun keiner von uns dreien da. Da muss man mal den Florian Frerichs fragen. Der Troll ist übrigens. Die war sehr gut, die Resonanz. Mit langen Q&As danach. Das setzt sich aber auch gerade fort, interessanterweise. Nicht nur in Los Angeles, auch in Philadelphia. In Warschau, wo ich selbst anwesend war, gab es auch Q&As über eine Stunde lang, weil viele Leute die Position, die wir porträtieren, aus dem Moment des Abends heraus, die noch nicht so gesehen haben, weil sie ja fragten. Ne? Wir haben jeden dritten Tag Hitlers Dackel, Hitlers Nichte, das größte U-Boot und so weiter und so fort. Ja, das ist ja nun jeden Tag irgendwo auf irgendeinem Kanal in Deutschland, wo wir damit konfrontiert sind. Aber nicht mit der Position dieser Familie aus dem Abend, und mehr machen wir ja gar nicht. Und da wird es meiner Meinung nach sehr interessant, und da ist dann auch die Chance, dass wir sozusagen den Brückenschlag in die heutige Zeit machen. Wir leben in einer Zeit, die Römer hatten 400 Jahre Brot und Spiele. Wir haben jetzt 30 Jahre lang Dschungelcamp, Big Brother, der Bachelor, nackt bei Eva, mein Dackel mit seinem Freund, whatever, ist auch alles wunderbar, ist alles ganz wunderbar, fein. Aber es muss ja auch noch ein bisschen Content geben, was zum Nachdenken anregt. Und wir haben, das habe ich heute Morgen den Schülern auch gesagt, da kommen Generationen, die wachsen nach. Das werden die Verteidiger der demokratischen Werte, die über Jahrzehnte aufgebaut worden sind. Und wir stellen einfach im Moment fest, in der Situation, die fette Made Deutschland ist nicht mehr zu dem bereit, was Sharon gesagt hat, sondern nimmt so populistische Positionen ein. Und das ist nicht ungefährlich für das wichtigste Gut, was wir in diesem Land haben, Freiheit. Dafür sind wir angetreten, das ist das, was wir tun. Und ich hoffe, dass unser kleiner Film ganz lange seine Runde macht, in unserem Land vor allem auch, in der Welt beweisen wir es gerade auf vielen Festivals, und möglichst viele junge Leute sich die Zeit nehmen, da mal reinzugehen, gerade auch in dem Moment, wo sie diese Themen, diesen Themenkreis in der Schule auch behandeln, um vielleicht so mit einer kurzen Reflexion daraus zu gehen, denken, ah, guck mal einer an, ne? Und ich glaube, das fällt bei uns jetzt leichter, als wenn man sich Hitlers große Rennschlachten oder Hitlers große Flugzeugträger anguckt. Da hast du die Chance nicht. Ja, und man erfährt auch noch ein bisschen was über das Ende, was ja an dem Tag beendet worden ist, nämlich die Weimarer Republik. Und davon kriegt man noch ein bisschen was mit. Und das in so einer filmischen Form, in so einer leichten, die dann irgendwie für Schüler auch wirklich interessant ist, um das mal zu verstehen und wie normal die Menschen damals waren, wie modern sie waren letztendlich, dass sie Menschen waren wie heute und was an diesem Tag eben auch noch so passiert ist. Da hat ja nicht nur Hitler die Wahl gewonnen, sondern da gab es ja noch viele andere Sachen, wie so der Alltag war, so die Banalität des Alltags und so. Und das finde ich ganz spannend an dem Film. Genau. Abschließende Frage. Der Film läuft heute in Deutschland in 130 Kinos.
Habt ihr den schon weiter geplant? Gibt es einen Verleih oder plant ihr das nächstes Jahr zu wiederholen? Gerd Bender, Apollo-Film und Wolfgang Schmidt-Dahlberg von Rekord sind alte Hasen im Verleihgeschäft. Die haben uns angerufen nach der Vorführung hier auf dem Jüdischen Filmfestival. Und dann haben wir uns. Die Bild hatte nämlich am nächsten Tag geschrieben, diesen Film braucht Deutschland jetzt. Und das hatte einer der Verleiher gelesen. Beide sogar haben es gelesen. Und haben daraufhin den Florian Frerichs, unseren Regisseur, angerufen und gesagt: Junge, ich würde gerne mit dir reden. Genau, und dann haben wir die Herren getroffen und haben uns dann entschieden, mit denen zu gehen. Das ist auch die richtige Entscheidung. Und ja, es wird so aussehen. Wie lange wir jetzt in den einzelnen Häusern bleiben, das kann ich nicht sagen. Dafür ist die Zeit sehr schnelllebig. Und wir werden aber eines schaffen, wir werden sehr, sehr viele Schulvorstellungen spielen. Wir werden unser Konzept des Stadtpaten weiter formen. Es gibt jetzt, wir haben glaube ich im Moment 7 oder 8 Stadtpaten, die wir gefunden haben, die ja die Schülervorstellung auch schon bedienen in der Matinee. Es haben sich schon einige neue Stadtpaten angekündigt. Ich glaube, das nächste Mal ist in Erfurt mit 800 Schülern. Und wenn die Schüler so, sagen wir mal, im Word of Mouth ja, den Film positiv weiter besprechen, was die Sharon ja auch gerade sagt, ist ja dann doch bei einem schweren Thema eine relativ leichte fiktionale Unterhaltung, nicht? Dann haben wir sehr gute Chancen, dass wir zu einem festen Bestandteil werden für Bildungskino vielleicht, kann man so sagen. Ist auch die Zeit. Und das ist auch das, was wir wollen. Ja, ist auch Zeit für Bildungskino mittlerweile. Ja. Ja, denke ich auch, ne? Gut, dann wünsche ich euch damit viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön.